So, willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Letztes Mal haben wir diesen elenden Kampf hier geschafft, ganz knapp. Und können jetzt dafür die Kröte da oben wecken. Aber ich sehe hier noch, ach, das hat nichts geändert, okay. Ich möchte den Gong schlagen. Warum kann ich damit den Gong nicht schlagen? Kann ich damit den Gong schlagen? Nein. Sieht klein Alice, wie ich den Gong... Muss ich da... Das wollte ich nicht. Kann ich hier einfach hochspringen? Ach so! Ah, okay. Ich sehe. Und jetzt? Wie komme ich an den Gong? Ich möchte gerne den Gong schlagen. Herr Kröte? Juckt den nicht, ne? Wie soll ich denn da hin? Springen wir mal hier. Nee. Wie zum Teufel? Was ist hier? Schrumpfen wir uns. Aber wie komme ich denn an den Gong ran? Und womit soll ich den Gong denn schlagen? Da, ach so, so. Ah! Ach so, da oben ist nämlich noch so eine Kette. Ja, ja, die habe ich schon gesehen. Aber ich wusste nicht, wie wir da hinkommen. Sehr schön, sehr schön. Schlägst du jetzt den Gong, Fisch? Tatsache. Guten Morgen, Kröte. Guten Morgen, Kröte. Danke, dass du das wieder aufgemacht hast. Was hat die denn jetzt aufgemacht? Nee, wirklich, was hat die aufgemacht? Das hier? Ah! Ja, ich glaube, oder? Müsste das hier sein. Da geht's hoch. Dann gucken wir uns erstmal das andere hier noch an. Wo führst du uns hin? Hier geht's nicht hoch. Dann bleiben wir erstmal hier. Zähne. Etwas, das ganz stark nach Kampf aussieht. Ah, lass mich. Schluck Tee. 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 Ich sagte Tee. Man lehnt Tee nicht ab. Aua. So. Schön, haben wir das auch erledigt. Dann hier runter. Ich wollte doch eigentlich da bleiben, weil es eben nicht hoch oder runter ging. Naja, gut. Kann man ja nicht wissen, ne? Kann man nicht wissen. Ach, hier geht's irgendwie zur Grinsekatze. Hab ich gerade... Hallo, Grinsekatze. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Okay. Muss ich das verstehen? Wirst du mir da... Möchtest du mir damit was sagen, Grinsekatze? Oder... Ich höre doch schon wieder eine Wespe. Warum meine ich das nur? Fange ich schon an, Wespen zu hören, wo gar keine sind? Zuerst hier rüber. Und dann... Da ist eine Schnauze. Darüber. Dann gehen wir hier hoch. Treffen wir dir schon? Schnauze? Schnauze? Jucken wir dich schon? Ah, doch, jetzt! Ja. Geschafft. Okay. Ja gut, für den einen Zahn gehe ich da jetzt nicht nochmal rüber. Wo seid ihr? Hallo? Ach nee. Nein, nein. Nein,
Ich möchte zuerst... Nein, nein. Oh. Alice, rüste bitte den Tee aus. Aua, Alice. Mach ihn kaputt. Mach kaputt. Okay. Und jetzt bitte wieder. Ich möchte, dass du das ausgerüstet lässt, Alice. Es war zu spät. Okay. Nee, den. Aua. Mach bitte zuerst mal die in der Luft weg, weil die sind sehr anstrengend, Alice. Lange gebraucht. Na, jetzt kommen sie runter. Ganz toll gemacht, Alice. Sehr gut. Sehr, sehr toll. Hysterie! Wir verfallen so oft in letzter Zeit in Hysterie. Also, es ist schon fast ungesund, muss man sagen. Und jetzt bitte sterben. Danke. Auch noch? Würdest du? Vielen Dank. Oh, du bist noch da. Aua. Da war also doch noch einer in der Luft. Da ist noch mal irgendwo einer. Wo bist du? Wo bist du? Wo zur Hölle ist der? Sag mal. Bin ich blind? Aber die... Der Fokus findet auch nichts. Naja, dann ignoriere ich den jetzt mal. Gekonnt. Dann gehen wir... Nein! Nein! Oh! Mist. Okay. Passiert. Nein! Nee, das finde... Nein, das finde ich nicht okay. Muss ich sagen. Können wir bitte dafür jetzt erstmal gucken, dass wir... Aua! Alice. Kümmere dich um die Lufttypis jetzt, bitte. Weil wenn du das nicht machst, du wirst es bereuen, Alice. Glaub mir. Das haben wir schon mal durch. Das haben wir schon mal besprochen. Du wirst das bereuen, Alice. Wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das bereuen. Ausweichen. Nein, Alice! Ey, das gibt's doch nicht! Ach so, gut. Zumindest das. Wenigstens. Naja, wir sterben jetzt halt trotzdem. Hysterie! Okay, stirb. Stirb. Du auch. Du einfach auch. Nee. Nein, für dich habe ich überhaupt keine Nerven. Oh mein Gott. Gut, aber ich möchte nochmal da oben gucken. Weil wir haben die Schweinchenschnauze nicht für nix hier erwischt. Okay. Denk daran, Jesse. Nicht da reinstehen. Sollte klar sein, denn es sieht nicht sehr einladend aus, muss man sagen. Nochmal eine Ameisenkönigin. Oh, die sind schon so cool. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Was ist das denn für eine blöde Kunsteinstellung, hallo? Du musst doch nichts töten, um es darzustellen. Ich meine, nein.
Einfach nein. Zack. So, und dann hier durch. Durch einen langen, dunklen Korridor. Na gut. Die dritte Heilige. Ach, und es sieht alles ganz, ganz... Doch, sieht schon arg kaputt aus, ne? Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Das sind wir. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Aua. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Das sind wir. Schön, wie Alice jetzt in die Geschichte auch mit eingebunden wird. Gefällt mir sehr gut. Das heißt, die haben auf uns gewartet. Auf Alice, die Retterin. Aua. Hihi, ich kann euch wieder zerquetschen. Quetsch, quetsch. Zack. Sehr schön. Und dann ist da drüben eine Pfirsich. Wir sind vorsichtig. Haben wir gelernt, nicht einfach überall runterspringen, Alice. Du weißt nicht, wo du unten längs musst. Okay, vielleicht ist... Würdest du. Danke, Alice. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es dieses Mal ein bisschen einfacher. Weil... letztes Mal war es doch ganz schön schwierig, muss man sagen. Wenn Alice springen möchte, könnten wir das hier sogar vielleicht schaffen. Sehr schön. Fischi. Kommt jetzt ein Pusteding? Hi, ich hatte recht. So, ich hoffe mal, das geht nicht allzu lange hier. Wäre auch mal angenehm. Weil, also das letzte war ja schon arg doll lange. Das fand ich dann ein bisschen too much. Weil ich finde das ja schön und alles, aber... Naja, ich weiß nicht. Schrumpf dich, Alice, schrumpf dich. Und runter da. Dankeschön, liebe Wolke. Hopp. Ja. Okay. So. Aua. Nein. Nein. Autsch. Nein, Alice. Nein. Super. Darf ich das alles... Also, Alice, manchmal... Manchmal bist du anstrengend, wenn du springst. Das muss man einfach auch mal festhalten hier. Jetzt geh auf diese Wolke. Ich sagte, geh auf die Wolke. Nicht unten hin springen. Drauf. Danke. So, jetzt aber. Pfirsich. Zahn. Wolke, Wolke. Ah. Mit random Wörtern um mich schmeißen. Kann ich. Kann ich sehr gut. Wolke. Schrumpfen. Ja, super. Ganz toll. Nochmal also. Danach müssen wir eigentlich auch langsam aufhören, ne? Ich glaube nicht, dass wir das in diesem Part noch schaffen hier. Was machst du? Ein Pusteding. Ach so, jetzt kann ich mich einfach rüberpusten lassen. Sehr schön. Ah, Panik. So stellen mag ich nicht. Wenn ich nicht sehe, was unten kommt.
Nein, da war ein Pfirsich. Hallo. Ist hier noch was? Nein. Na gut. Dann wieder hoch. Volker. Hoch. Volker. Wo fährst du uns hin? Oh, das wird mir ein bisschen sehr schnell. Ich konnte nicht springen. Habt ihr das gesehen? Ja, nehme ich mit. Volker. Hallo. Ich möchte da gerne... Sag mal. Meine Güte. Hopp. 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 Ich kann immer nicht springen. Wenn die sich da in der Wolke irgendwie festbackt. Hm. Versuchen wir es nochmal. Die beiden gehen. Hier muss ich. Ich muss da doch springen. Naja, wisst ihr was? Wir lösen dieses Problem in der nächsten Folge, Alice. Ja, hören wir einfach mal hier in der Papierwelt auf. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht, wieder hier ein bisschen zuzugucken. Das sollte die letzte... Ich hoffe, das ist die letzte heilige Höhle, die wir machen müssen. Und dann treffen wir endlich die Raupe. Ja, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr das sehen möchtet. Bis dahin würde ich sagen, wie immer, bleibt cool. Passt auf euch auf. Und ciao zusammen.